Und mit der Power von Editing habe ich es geschafft und alles ist erledigt. Wir sind im Top-Zustand. Marschieren mal los. Ziel Bruno. Oh, das klingt so bescheuert, aber hey. Müssen wir mal noch gucken, wo war der nochmal? Donnerfestung? Hier können wir wenigstens unsere Transmitter benutzen und sind schnell da. Ah, da bist du ja. Hä, wo sind sie alle? Ach, ich habe sie schon alle rüber teleportiert. Und dann sollte ich hier für dich warten. Oh, na gut. Gobel, Gabriel und Orin sind registriert, ja? Ja, sie sind, sonst wären sie ja nicht teleportiert. Ah, Xerida, das erledigt, nicht wahr? Ja, ich weiß, ich bin nicht gut beim Reparieren. Aber jetzt sollten wir erstmal gucken, was sie da anstellen. Jupp. Ah ja, erstmal aufladen. Ja, Muchachos, wir gehen. Nee. In diese unterirdische Dings, da gehen wir nicht mehr rein, aber zurück in der Fabrik. Gut, ich bin mal gespannt, was das dritte ist. Vulkanhöhle? Irgendwas mit Wind? Was hatten wir denn noch nicht? Vielleicht irgendwas mit Erde? Na, lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht Eis? Escape wäre natürlich auch gut, aber das können wir jederzeit benutzen. Dann müssen wir jetzt mal losmarschieren und diesen riesen Roboter suchen. Wenigstens sind wir auch stark genug jetzt für diese Viecher hier. Ah ja, ihr hättet bestimmt nicht gedacht, dass ihr hier nochmal her zurück müsstet, ne? Tja, falsch gedacht. Oh, und guckt mal, wer auf uns gewartet hat. Ja, ihr kommt mir aber nicht so nahe hier. Ich beseitige euch. Hey du, renn nicht weg. Noch mein Speer für dich. Den kleinen Viechern ist das eigentlich... Oh, wir kriegen sogar noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Wir werden nicht total übergelevelt hierfür. Ach komm. Jetzt machen wir mal hier... Schweinebraten aus euch. Was immer ihr seid hier. Kannst du deinen Phaser gar nicht mehr einsetzen, weil ich zu schnell bin. Hey, das ist sogar ein bisschen fairer. Wenn ich das Schwert nehme, können sie mir zumindest noch ein bisschen Schaden anzufügen. So, Robo-Clown, wo bist du? Lass mal nach unten. Genau. Diesmal haben wir ja alles ausgeräumt und müssen nur zum Ziel rennen. Okay, die sind zu schwach. Die können sie hier nichts mehr machen. Hier. Genau, hier. Kettensägen, Schwert in die Fresse, Baby. So. Ledigt. Ah ja, genau. Das ist immer praktisch, wenn wir noch ein bisschen von diesem Metall hier gleichzeitig sammeln. Das ist der einzige Grund, warum ich nochmal in diese komische unterirdische Dings da zurückgehen würde. Wenn wir ein bisschen von dem Sandsteinerz kriegen. Ah ja. Erz. Man kann nie genug Erz haben für seine Experimente. Na genau. Erz. Erz. Erzilein. Erzilein. Du musst nicht traurig sein. Ah, Überraschungsbesuch von den Schweiner Schweinebratenbrigade. Hey, Besuch! Ja, habt ihr mal meinen Hackelbeil gesehen? Es ist ein Schwert mit einer Kettensäge. Und natürlich geht's hier nicht weiter. Es war ja grandios und dumm. Jetzt müssen wir nochmal ganz anders woanders hingehen. Na, wenigstens müssen wir hier nicht zu Fuß gehen. Ach, geschafft. Und nach Süden. Vorausgesetzt, wir dürfen uns... Ach, komm her. Ach ja, hier... Sägen wir uns mal da durch.
Ah ja. Kettensägenschwert. Wenn ich auch wüsste, ob ich irgendwo eine Diffusionsdevice herkriegen könnte, würde ich beim nächsten Mal versuchen, sobald ich wieder so eine Axt verbessern kann, daraus eine super Kettensägenaxt zu machen. Und bevor wir das machen können, müssen wir erstmal hier mit den Schweinerobotern aufräumen. Und die haben irgendwie so einen dusseligen Charme. Jetzt gehen sie mir nicht so auf den Nerven wie dieser blaue Schleimfrosch aus dem zweiten Transport-Dungeon. Na, gehen wir mal hier. Ah ja, ein großes Loch hier unten. Oh, und wir sind runtergefallen. Und wir haben es geschafft. Hey, Fallen macht schlau. Oh, Ariel. Sorry, dass wir einfach abgehauen sind. Wir konnten nicht warten. Oh, ja. Ja. Um Himmels Willen, du musst nicht jeden Scheiß erklären, Spiel, ja? Einiges kann man mit zwei funktionierenden Gehirnzellen auch. Wie war das nochmal? Inferieren? Inferenzieren? Egal. Rausfinden. Wie war das nochmal mit Showdown Tell? Das Spiel hat er sich irgendwie genau verkehrt herum. Ich nehme an, der Dialog soll die Charaktere ja ein bisschen charmiger machen, ne? Netter und so weiter. Aber man kann es auch ein bisschen übertreiben. Es fängt immer gut an, aber dann geht es einen irgendwann auf die Nerven. Oh ja, jetzt müssen wir noch Teile sammeln. Wow. Wir gingen nach Gunnwald, wo immer das ist. Gunnwald. Das ist der Name dieser Maschine. Ah, interessant. Wenn wir uns genau angesehen haben, erfanden wir aus, dass da ist ein Teil, das ausgetauscht werden muss. Ah ja, sie weiß Bescheid hier. Aber du meinst, wir sollen losgehen und das Teil holen. Genau. Während du das machst, werden wir die Reparatur fortsetzen und noch ein paar kleine andere Teilchen machen. Ich zähle auf dich. Ja, das hört sich gut an. Was ist, wo ist dieses Teil, das ihr braucht? Xeride hat's rausgefunden. Ich weiß, dass das Teil im Untergrund Level 6 gefunden sein. Ich habe einen anderen Automaten befohlen, es zu suchen. Okay, aber wozu braucht ihr mich dann? Der Automat kann dieses Level nicht verlassen. Ist also irgendwo da unten. Wenn du das Ding findest und fragst, wird es dir das Teil geben. Die Tür in der nächsten Halle führt zu Untergrund Level 6. Ich hab's bereits aufgemacht für dich. Wenn du das alles weißt, warum hast du das Teil nicht selbst geholt? Oder versuchst du nur, uns nützlich zu machen? Dass wir uns nützlich fühlen. Oh, diese Maschine hat keine Probleme, Befehle zu befolgen. Wäre über das Kommunikationsdingsbums sie, aber. Aber ich weiß nicht, ob es freundlich sein wird, wenn ihr es trefft. Du meinst, es könnte uns angreifen? Genau. Und was ich euch jetzt hier nicht sage, was ein... Excuse me? Ist das alles, was wir machen? Kämpfen, kämpfen, kämpfen? Das ist ein Action-Rollenspiel, also ja. Ja, genau. Schlaumeier haben natürlich gemerkt, Skirida hat die Frage nicht direkt beantwortet. Statt darauf hinzuweisen, dass Xeride wahrscheinlich nicht so combat-orientiert ist und vielleicht eins auf die Fresse kriegt, wenn es in Level 6 runtergeht, hat uns das Teil stattdessen die lange Geschichte erzählt. Komisch, in diesem Fall muss man einen Hirnschmalz benutzen, damit man nicht verwirrt ist. Damit man dann merkt, ach ja, das hat das Ding gemeint. Naja. Aber das ist nur der Schreiberling in mir. Jetzt muss ich mal gucken, welche von den beiden Türen führt nach unten. Das ist Level 4. Das ist Level 3. Gut, wo führt... Oh ja, genau. Das geht nach oben, nicht nach unten. Oh, warte mal, warte Sekunde. Da können wir uns ja auch aufladen. Oh, noch mehr Schweine im Weltraum. Ich meine in der Fabrik. Ah, hört auf mich anzuschnaufen hier. Ihr seid irgendwie nur aus weichem Plastik gebaut. Kann man mit einer Kettensäge locker auseinanderhauen. So, jetzt laden wir uns hier auf. Und abwärts. Level 3. Und jetzt zu Level 4. Und dann müssen wir noch Level 4 und Level 5 und Level 6. Oh ja, und ihr habt gedacht, mit diesem Video kommt ihr
in eine neue Zone. Ne, falsch gedacht. Stattdessen sind wir hier. Oh, Ele Dingster, ouch. Nee, nee, nee. Dich haben wir schon mal irgendwo gesehen, aber du bist jetzt zu schwach. Am wenigsten sind die Monster nicht stärker geworden. Das dürfte das schnell vorbeigehen. Oh, hier geht's nicht weiter. Ah gut, dafür haben wir unseren Hammer. Wenn wir mal drauf zielen. So, jetzt gehen wir weiter hier. So, brav. Und jetzt sind wir hier, wo immer das hier ist. Und wir landen wieder hier. Aber diesmal können wir diesmal in der Mitte lang gehen. Ah ja, Puzzle. Ah, gefunden. Was immer das war. So, schauen wir mal noch irgendwas zu zerdeppern, wo wir schon mal unterwegs sind. Nee, aber hier müssen wir wohl irgendwo einen Schalter umlegen wieder. Ja, genau. Aber erstmal, da wir hier neu sind, müssen wir mal gucken, wo das hier lang führt. Und dann sind wir wieder unterwegs. Och, kommt, Leute. Ach, ich will mein Kettensägenschwert nicht kaputt machen, wisst ihr was? Wow, die Axt haut ganz schön rein. Nehmen wir das mal. Das reicht auch. Und wir sind hier. Und wieder hier. Okay, jetzt wissen wir, wo das lang geht. Das war also komplett überflüssig, was ich gemacht habe. Ah ja, ich denke, ihr müsst mir nicht die ganze Zeit... jetzt habe ich so lange gelabert, dass wir ohnehin gleich wieder da sind. Aber hey, falls ich es wieder schaffe, in die falsche Richtung zu rennen, dann werde ich mal die Aufnahme kurz abschalten. Sagen wir mal 5 Minuten, die kein Mensch braucht. Jetzt hauen wir hier drauf. Jetzt geht es in die andere Richtung weiter. Und wir brauchen wieder einen Speer. Und es geht da oben weiter. Aber, ouch, auch hier. Oh ja, los kommt her, Roboterschweine. Lass mal alle auf einmal erledigen hier. Und für dich haben wir noch ein anderes Geschenk hier. Problem gelöst. Und da geht's weiter. Okay, wo geht's jetzt hier hin? Naja, abgesehen hiervon natürlich. Haufenweise frisches Erz. Ich frage mich, wenn wir den dritten Dungeon erledigt haben oder das dritte Schwert gefunden haben, ob es dann auch noch eine dumme Zusatzaufgabe gibt, wo wir in den Dungeon 2 zurück müssen. Hm, nehmen wir mal Axt. Der Eisengigant. Autsch. Autsch. Ja, das Blocken und ich. Ne? Ach, aber so stark ist er auch wieder nicht. Wir kriegen nicht viel extra. Können wir hier noch irgendwas zerdeppern und... Hey, Moment. Ah ja, verstehe. Der Schalter ist dazu da. Ja, jetzt kapiere ich's. So, und hier sind wir jetzt... Raten wir mal. Ah ja, witzig. Und das da unten geht im Kreis und wir landen wieder hier. Okay. Das müsst ihr euch jetzt aber wirklich nicht nochmal ansehen. Okay, ich habe mich geirrt. Wir sind in einer komplett neuen Zone gelandet. Nur weil ich diesmal ein bisschen weiter links gegangen bin. So schnell kann es gehen, nicht wahr? Oh, ein Eisengigant. Da springen wir mal rüber. Naja, und ich blocke natürlich im falschen Augenblick. Naja, das ist das Problem mit dieser Dinge. Die Animation dauert manchmal so lange, dass man erst blockt, wenn es zu spät ist. Aber hey, 64 Schadenspunkte, wo ich so ein hohes Level habe. Ich will nicht wissen, was das Ding mit mir gemacht hätte. Wäre ich früher über den Eisengiganten gestolpert. Und ich war tatsächlich schon mal hier. Wow. Habe ich irgendwie wohl total verdrängt. Ne? Dann stellen wir das hier mal um. Oh, wie süß. Ein Elebold. Los, du komischer elektrischer Triceratops. Ja, wow, wir haben keinen einzigen Treffer gekriegt. Hey. Und wir haben dieses komische Horn gekriegt, das wir irgendwie mal benutzen können zum Schmieden. Wenn ich mal dran denke beim nächsten Mal. Wenn es gut genug ist, gucken wir mal. Entweder mache ich eine eigene Waffe draus, wenn wir was Nützliches finden, oder ich benutze es, um bei meinem Kettensägen-Schwert-Experiment noch ein bisschen extra was rauszuholen. Aber das liegt in der Zukunft, weil
für ordentliche Verstärkung brauchen wir noch Sandsteinerz und ich will noch nicht sofort wieder zurückrennen in diese blaue Todeshölle. Und jetzt sind wir gleich wieder da. Ah, komm schon. So, erledigt. Autsch. Pling. Na, das geht doch. Pling. Wenigstens kann er mir so nichts eins in die Autsch-Fresse hauen. Ich muss nur daran denken, rechtzeitig zu blocken. Ich danke, Axt wäre doch besser gegen das Viech. Aber jetzt abwärts. Denn wir müssen weiter. Diesmal gehen wir mal nicht zurück. Oh, wieder was zum Aufladen. Health Recover. Und was ist hier? Oh, hier steht irgendwas. Oh, schon wieder irgend so ein Knilch, der vor uns da war und uns netterweise eine Anleitung hinterlassen hat. Der Maschinen-Dungeon. Ja, es sieht alles in Ordnung aus. Aber ich habe keinen Drill dabei, also kann ich diese Mauer nicht zerbrechen. Ach, ich wünschte, ich könnte das. Oh, ich bin so enttäuscht, aber ich muss aufgeben. Gut zu wissen. Ja, wird auch Zeit, dass wir das Ding mal benutzen können. Ah ja, genau, hier haben wir den Schwerdummern geholt. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wo wir die Mauer brechen sollen. Unten in der Halle zu Raum 5. Jetzt würde ich mich natürlich schlapp lachen, wenn unten die Halle entlang woanders gewesen wäre. Aber ich gucke mir das mal an jetzt hier. Ihr müsst hier nicht gucken, wie ich hier 1000 Jahre im Kreis rumrenne. Ich werde jetzt einfach mal was prüfen gehen. Prüfen gehen? Ah ja, Monster vorher. Na ja, los, komm Schweineroboter, Krebsroboter. Kommt nur her. Ihr kriegt mal was in die Fresse hier. Ich muss nicht mal jetzt blocken, weil ich direkt neben dem Heildings da stehe. Los, Vortex-Speer, spießt das Ding auf. Problem gelöst und wir haben sogar noch ein bisschen Papier gekriegt, dass das Ding mit sich rumgeschleppt hat. Von einem Bürokratenroboter gewesen sein. Und weiter geht's. Interessant. Ja. Wie sich rausgestellt hat, war ich in der vollkommen falschen Ecke und habe hoffenweise von eurer Zeit verschwendet. Ah, da freut ihr euch bestimmt, ne? Aber jetzt bin ich einfach mal zurück und nach links gegangen und nach unten und jetzt bin ich in B5 schon mal. Jetzt muss ich zur Strafe, mich mit Kampfrobotern hier rumzuschlagen. Aber komm, ey. Geht zurück in den Spielzeugladen. Hier, Kettensägen-Massaker. Was habt ihr davon? Jetzt werdet ihr mit Kettensägen angegriffen. Mit meinem Kettenschwert. Los, hier, werdet zerlegt, ihr kleinen Kampfroboter. Panzerroboter. Ja, dafür gibt es ordentlich Trefferpunkte. Quatsch. Erfahrungspunkte wieder. Gut, zwei Wege zur Auswahl. Wir gehen mal hier lang. Ah ja, Kettenschwert gegen Mini-Panzer. Jetzt haben wir aber genug hier. Jetzt gibt's was auf die Axt, ihr Nüsse. Na, das hilft doch auch. Oh, neue Schatztruhe. Ja, yikes, gut. Kettensägen-Schwert-Experiment ist go. Und leider geht das in die falsche Richtung, also müssen wir andersrum gehen. Na, ah, du bist immer noch da. Wenigstens sind nicht alle Monster hier super stark. Ein paar Schwache sind noch dabei. Gut, zwei sind besser als eins. Kann ich eins sogar noch für Waffenexperimente benutzen? Nehmen wir mal den Speer für die Dinger hier. Dann bleiben die mal schön weg hier. Autsch. Verdammt. Der war's. Na gut. Die können Sturmangriff probieren. Also Kettenschwert, das wird auch besser. Wäre das oder die Axt, wenn sie zu nahe kommen? Halt ho. Kann ich das ja schon gleich experimentifizieren. Schnell anzugreifen ist gut. Beim nächsten Mal bei
probiere ich mal, ob ich mit der Axt nicht besser fertig werde. Ah ja, und es wird wohl wieder Zeit, wieder mal aufzuladen hier. Da benutze ich mal lieber meine Items. So, ein paar Bandagen. Oh, das reicht erstmal wieder für eine Weile. Dumm-didum. Na, was ist hier drin? Oh, hier kein tolles Erz. Hm? Ah, ein Poliersteiner. Was steht hier wieder drauf? Ach, ich gehe einfach weg. Der will mich nur provozieren. Schauen wir mal. Ja, ja, ich weiß. Der knie ich wieder mal. Das stand doch ganz woanders auch schon wieder. War die, weiß ich nicht mehr ganz. Musste man die andere Tür auch mit einem Bohrer öffnen? Hm. Probieren wir es mal aus. Und aufgebohrt. Und wir sind in einer neuen Zone. Ist der auch, wir auch abhauen können, wenn wir wollen. Dann bohren wir mal weiter rum hier. Papier, das ist immer gut. Oh, und Adamantium-Erz. Praktisch. Mehr Erz für mehr Leute. Yay, Schweineroboter. Unterstützen auch gleichzeitig den Spielzeugpanzerroboter. Ja, wow, das war beeindruckend. Wenn du jetzt auch mal diese Combo ausprobieren könntest an den Gegnern, das wäre nett, danke Ariel. So, ha, und weiter geht's. Wir sind in B6 angekommen. Ah, endlich, wir sind angekommen. Hat aber lang genug gedauert. So, wir suchen nach dieser komischen Maschine. Wo könnte die sein? Aber hier sind komische Maschinen. Aber die habt ihr wahrscheinlich nicht gesucht. Oh, Axt im Walde funktioniert hier am besten. Vorausgesetzt, wir kriegen die kleinen Mistkröten. Und zum Dank bekommen wir auch wieder mal einen Levelaufstieg. Ah ja, schauen wir mal. Agilität brauchen wir immer noch. Und Verteidigung. Upp, das ist mal ganz gut. Beim nächsten Mal können wir mal wieder Angriffskraft boosten. Aha. Aha. Gehen wir mal da runter. Oh, wow. Da haben wir ja gerade eine ganze Menge verpasst. Mist. Und so Bestrafung werden wir noch... Oh, noch ein Mutant. Wow, ey. Wenn wir den treffen, dann treffen wir ihn aber richtig. Autsch. Und er kann sogar ein bisschen Schaden verursachen. Nehmen wir mal noch so eine Kicker-Potion. Und zwei Bandagen. Damit wir länger am Leben bleiben. Und wir sind in dieser Zone, wo immer das hier ist. Ah, da schau her. Dadurch, dass wir zufällig einen fast richtigen Weg genommen haben, haben wir eine von diesen komischen Medaillen gefunden. Und wieder ein Monsterkampf. Ah, was ist hier? Ja, Kettensägenschwert, davon kann ich nicht genug kriegen. Yeah, ich bin super schnell. Wenn ich jetzt auch noch super zielen könnte. Ja, ja, meine super Blockerfähigkeiten funktionieren auch immer eine halbe Stunde zu spät. Yep. Jetzt hämmern wir mal wieder diesen Schalter. Und zurück geht's. Ah, wow, ey. Und dieser ganze Dungeon, den machen wir nur. Hier ist ein extra Bonus-Dungeon hier. So, zwischendurch. Wir sind noch weit davon entfernt, uns überhaupt auf die Suche nach dem dritten von vier Schwertern zu machen. Ah ja.
Und sie ist immer noch gut gelaunt. Naja, sie kann sich auch abreagieren mit ihren Waffen. So, deiner wurde aufgelevelt. Und jetzt sind wir wieder dran. Yep, bei uns geht's jetzt wieder in die Richtung und in diese und dann in diese. Gut, links scheint es weiter zu gehen, dann versuchen wir mal rechts lang zu gucken. Jetzt weiß ich, wozu der Schalter da ist. Gut. Und natürlich geht's wieder rund hier. Ah, los. Da muss ich mich nicht lange... Ah ja, ich wollte eigentlich, wenn ich die vier das nächste Mal sehe, eigentlich sicher gehen, dass ich sie erwische. Jetzt hätte es mich fast erwischt, weil ich so wütend mit meinem Schwert auf die Viecher rumgeschlagen habe. Ja, das Problem ist, wie ich gerade sehe, nach einer Dreier-Kombo sind sie fast tot. Aber das Schwert ist nicht stark genug, um sie mit einer Dreier-Kombo auszuschalten. Naja, ich wollte nach unten, dann geht's ja wieder zurück. Jetzt würde ich lachen, wenn sich herausstellt, dass der ganze Bonus mit Chats oder so auf der linken Seite war. Oh, das können wir aufbohren. Oh. Doch mehr Schätze. Okay, jetzt ist Axtzeit. Zeigen wir euch mal, was die Axt im Walde ist, ihr. Zwei Treffer und ihr seid hin. Na, was sagt ihr dazu? Ah, komischer Kopfmörser konnte nicht eingesetzt werden. Sieg! Medaillenzeit. Oh, jetzt schon mal zwei gefunden. Jetzt sind es nur 50 Millionen oder so. Ah, noch mehr Erz, das ist gut. Und noch was zum Speichern überall. Ah ja, ich habe eine Axt für euch. Hier, schon mal Axt gesehen. Ha, das war doch schon mal besser. Autsch, ja. Gut, einmal geblockt, einmal versagt. Nicht so schlimm. Jetzt haben wir alles aufgesammelt, was aufzusammeln war. Haben tatsächlich noch ein... Weg gefunden, unseren Bohrer zu benutzen. Und jetzt geht's wieder zurück. Und jetzt können wir den richtigen Weg nehmen. Wird auch langsam Zeit hier. Ah. Oh. Ah ja, dreh dich um. Ach, ich hasse diese kleinen Viecher, ey. Die schnellen Waffen sind, wir sind eigentlich doch besser. Vorausgesetzt, ich lerne mal mit dem Schwert zu blocken, statt nur drauf zu prügeln. Mit der Axt dagegen bin ich ein bisschen lahmarschig. So. Schalter, schalterifiziert. Und diesmal gehen wir hier links rum. Der dritte von drei Möglichkeiten. Ach ja. Hallo, Affe. Affenroboter. Plonk. Hey, wow. Den Angriff können wir gleich komplett abblocken. Ha. Na gut, nicht ganz. Ich bin wohl schon zu nah. Aber das ist eigentlich, so kann ich das eigentlich machen. Ha. Ja, ja, endlich habe ich in den Rhythmus reingefunden und das Viech erledigt. Gut, weiter geht's. Oh ja, zwei Meter und schon weiter. Und exakt dieselben Gegner. Gut, zwei Treffer. Sobald er das macht. Hm, ach ja, ich habe ja nicht ihn getroffen, sondern das andere Viech. So, und jetzt brauche ich nicht mehr blocken, weil er ist tot. Ach ja. Und wir haben eine Diffusion-Dings da. Genau das brauchen wir für unsere Experimente. Diffusor bekommen. Jetzt geht's hier unten lang. Oh. Die Viecher sind schnell. Genau eine Sekunde zu langsam und schon... Ha, jetzt habe ich geblockt und du bist bekloppt. Ah je, das war schlecht. Schlecht. Weiter geht's. Hm. Und schauen wir mal, hier oben ist nochmal ein Schalter, wahrscheinlich für den Ringweg. Hier ist eine Sackgasse und da waren wir schon in der Ecke. Und wir sind wieder hier. Ah, hau ab. Pling. Ha, das war schlecht. Autsch. Ja,
Solange nur du diese Laserwaffe benutzt, hast du keine Chance. Und wir sind wieder mal unterwegs. Ein Bildschirm weiter. Das sieht mysteriös aus. Mal lieber ein Ei fressen. Und sicher gehen, dass wir nicht plötzlich verrecken. Dann schon die Mittels Nummer 1 unserer komischen magischen Tagesbücher hier. Und es geht weiter. Und da habe ich auch gerade dieses Item gefunden, das ich die ganze Zeit gesucht habe. Weil da ich dumm bin, ist mir nicht aufgefallen, dass es direkt da liegt. Ist schon dieses komische Amulett, das der Knecht uns geschenkt hat. Und das ist immer das Problem. Das Ding ist eigentlich nützlich in Gegenden, wo die Monster eh nicht gefährlich sind, weil dann nervt einen das eher. Und wenn die Monster gefährlich sind, braucht man die Erfahrungspunkte. State your business. So, du bist der Grund, warum wir hier runtergekommen sind. Hallo, ich bin hier, um das Teil für Gunwald aufzuteilen. Affirmative, dies ist das Teil, das du brauchst. Huh? Huh? Beep. Come on, gib mir das Teil. Und jetzt kommt er mit der Dalek-Mische an. Eindringling, Eindringling, terminieren, terminieren. Was? Ja, das hätten wir uns eigentlich denken können. Sturmwind oder Hagelschauer? Hey, wir besuchen dich mal. Benutzen wir das mal als erstes hier. Yeah, hier, Dämonenpower aus dem Weltraum. Los, Ninja Shuriken Schauer. Krach, na, das hat auch was gebracht, sogar diesmal. Und Stormwind. Ha, diesmal zielen wir sogar direkt, aber die Wirkung ist nicht gerade beschauerlich. Machen erstmal sicher, dass unsere Waffe korrekt lokalisiert ist. Und dann zeigen wir mal diesem Endgegner, was die Endgegnerkiste ist, indem wir draufhauen. Oh. Autsch. Ha, gut. Zweimal draufhauen und sobald er das macht, blocken. Hey. Noch manchmal lerne ich es noch. Manchmal lerne ich es noch. Autsch, na gut, das war schlecht. Haha, ja, ich lerne dazu. Ha. Ach, das wirst du aber fast entspannt im. Oh, er ist schon besiegt. Hey, ja, wow. Er war fast zu gut für das Ding gewesen. Hey, und super mega Level up. Und deiner wurde auch aufgelevelt. Gut. Also ja genau, wir wollten Angriffskraft und Verteidigung hochpowern. Und wir haben wieder ein Medkit bekommen. Wow. Für einen Augenblick habe ich gedacht, der Wolf würde uns nicht angreifen. Ja, du bist so ein Optimist. Hast wohl vergessen, das war ein Endboss. Endbosse greifen an. Na gut, wir haben den Teil. Jetzt können wir zurückgehen. Oh, toll, wir sind gerade erst hier eingegangen. Und schon müssen wir wieder zurück. Richtig nervtöten. Mech-Core-Parts gekriegt. Yeah! Jetzt spielen wir Battletech. Sonst noch irgendwas hier? Da kommen wir nicht hin. Ah, na toll. Schade. Das war's auch schon. Jetzt geht's zurück. Ah ja, aber zuerst müssen wir uns mit denen hier rumärgern. Oh, nur einer? Okay, gut. Dann ist Kettenschwertzeit. Yeah, los! Kettenschwert auf die Fresse, Baby! Yeeks, geschafft. So, jetzt aber raus hier. Hier Schalter draufhauen. Ziel auf den Schalter. Genau, und zurück. Zurück, 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 zurück. Wir haben es fast geschafft. Fast. Und dann können wir es auf die Suche von der Dämonenklinge Nummer 3 machen. Yay. Yeah. Ach ja. Das Rumgeprügel und das Schmieden sind ja ganz spaßig. Und die Story ist auch nicht so schlecht, denke ich. Oh, Vorsicht. Kettenschwertzeit! Autsch. Kettenschwertzeit! Aber die Art, wie die Dialoge sich ständig wiederholen, das nervt wirklich. Oh, ich habe schon gewonnen. Wow, ich glaube, es ging sogar schneller als mit meiner Axt. Und jetzt habe ich sogar für Experimente noch so ein Ding.
Ach so, ein Ding Augenring. Auf nach oben. B5. Und noch mehr Mutanten. Ach, wisst ihr was? Das können auch meine Lady hier erledigen. Ja, typisch. Du hast eine über, hast einen so ein Viech übersehen. Aber naja. Eins von drei ist nicht so schlecht. Los, los, jetzt Turbo-Gang. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh. Jetzt aber jetzt mal Axtzeit hier. Ja, Massenansammlung von grünen Knilchen, da ist die Axt am besten. Nur den ganzen Weg zurück. Okay. Okay, jetzt reicht's. Ihr kriegt nochmal die Axt in die Fresse, weil ihr mich so geärgert habt. Aber ihr, meine lieben LP-Zuschauer, ihr werdet jetzt belohnt, weil ich mache jetzt einen guten Kameratrick und beame im richtigen Moment. Und da sind wir weiter wieder da. Und natürlich kommen noch sofort ein paar Selbstmörderviecher. Ach komm, dann will wahrscheinlich auch abhauen. Oder weil die zu zerkloppen dauert jetzt nicht so lange. Wieder zu stehen und zu warten, bis man abhauen darf. Aber wir sind wieder zurück. Hier, ihr habt euer Teil jetzt repariert, damit wir weitermachen können. Ja, ich hab's gefunden. Hier. Teil geliefert. Wow, los, installieren. Los, Gunvald. Yeah! Jetzt repariert ihn. Ja, danke, Ariel. Du kannst jetzt gehen. Oh, das ist alles? Ja, konzentriert sich auf die Reparaturen. Du kannst ihm nicht... Der ist jetzt nicht nett. Er ist konzentriert. Ja, was für ein schreckliches Ding zu sagen. Ach, whatever. Ich bin schon daran gewöhnt. So, wir sind gleich fertig. Warum gehst du nicht Tomei fragen, wie in dieser Ruinensache? Die Reparaturen am Tor von Gura sind ja auch schon fast fertig, oder? Ja, ich guck mir das besser an. Solange ich als Hauptdarsteller nicht unterwegs bin, passiert ja eh nichts. So. Sobald Gunvald repariert ist, bringen wir ihn zu Borgrim. Treffen wir uns dort. Okay, see you later, Alligators. Ah, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh. Das hatte ich fast vergessen. Nein, nein, nicht das, sondern... Magic. Escape. Oh, funktioniert natürlich nur im Dungeon. Und hier. Genau, hier funktioniert es wieder. Ein Schritt zur Seite und zapp. So, jetzt weg hier. Transshift. Haben wir das gemacht? Egal, zweimal hilft besser. Transshift. Ab weg hier. Weg, 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 weg. Ah. Home sweet home. Nutzen wir mal die Gelegenheit und holen gleichzeitig noch etwas Sandsteinerz. Hey, wie geht's? Ach ja, toll, ey. Dramatische Momente. Momente Nummer 24 kaputt gemacht vom plötzlichen Monsterüberfall. Ich muss euch mal bestrafen. Gut, aber Punkt zurück. Was wollten die eigentlich? Byron! Sorry. Okay, denen geht's gut. Und wir haben unser Erz. Zwei Stück. Ah, jetzt aber zurück. Ja, wir wollen weg. Sonst hätte ich dich bestimmt nicht gefragt, ob du uns wegbringst, du Knilch. Gut, was haben wir jetzt noch zu erledigen? Ah ja, genau. Haufenweise blödsinnige Gespräche. Und natürlich unsere Waffen reparieren und ein bisschen experimentieren mit Sachen Schmiederei. Ist da eigentlich fast alles okay. Gut. Und wenn wir hier sind, können wir auch gleich kontrollieren, wie die Sache am Tor steht. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Aber diese ganze Monsterklopperei bedeutet jetzt erstmal ausruhen. Ja. You feel refreshed. Als hätte so Cola gesoffen oder so. Und das gute alte Speichern. So. Ich denke mal, an diesem Punkt höre ich auf und mache später weiter. Und auf Wiedersehen, Leute.